Hallo zusammen und willkommen zurück beim FM20. Langsam beginnt der Endspurt. Sind nur noch vier Spiele. Uns vielleicht noch sechs, wenn wir tatsächlich die Relegationsspiele spielen. Schauen wir mal. Jetzt richten wir unsere Augen auf die Begegnung gegen Darmstadt 98. Auch noch die Torjägerkrone der zweiten Liga holen. Und ich habe es tatsächlich noch nie geschafft, die Torjägerkrone zu holen. Im FM19 auch nicht. So, wir haben hier ein paar Spielzeiten. Können alle ein paar Minuten spielen. Lindenmähner auf jeden Fall. Er ist ja auch spielpraxistechnisch dabei. Akalords Ramkilde 45. Gut. Am Kilde sitzt eh auf der Bank. Jung. Ja. Philippe kommt auf jeden Fall raus. Dadurch, dass du wieder nervös geworden bist, gefällt mir das gar nicht im letzten Spiel. Ja, komm. Beide? 45 Minuten? Oh, das passt ja. Wir beginnen aber mit Korb. Und Jung kommt auf die Bank für Philippe. So, Hübers ist Innenverteidiger. Haben wir noch irgendjemanden? Ja, Philippe nehmen wir mit für Schulz. So, was haben wir denn noch im Angebot? Bacalords, fehlt die Spielpraxis. Sehr viel Spielpraxis. Franke haben wir ja auch noch. Franke ist wieder da. Kann Philippe doch zu Hause bleiben. Lindenmähner wollten wir aufstellen. 75 Minuten. Dafür kommt Muslia auf die Bank für Hauptmann. Aogo startet mal. Stendera, oder? Nein. Stendera war ich eigentlich. Ist ja zufrieden in den letzten Spielen. Neunzehn könnte mal wieder ein Freundschaftsspiel haben, ey. Ja, so starten wir rein. Zwei angeschlagene Lindenmähner müssen wir auf jeden Fall dann ersetzen. Und Korb, Positionswechsel auch. Wechsel. So, Darmstadt. Es gilt. Das ist unser Spielplan. Warum bringt hier so alte Sachen? Wäre aber nicht aufgefallen. Heiko Herrlich ist Trainer bei Darmstadt. Ja, ich weiß, dass Korbspielpraxis fehlt. Aber irgendwann muss er sie ja kriegen, ne? Prost. Doch recht offensiv, was der Heiko da spielt. Ah, heute kann ich mir den Tickets für die Playoffs sichern. Wenn wir heute gewinnen, dann, sind wir wohl durch, wa? 8 Punkte Vorsprung. So, einer besten Dribbler, ja. Bin ich zufrieden mit Paulsen. Genau, niemand hat seinen Platz sicher.
So, es gilt. Hat er eine lange Hose an? Der Torwart von denen? Habe ich ja noch nie gesehen. Ne, das sind die Stutzen, die auch gelb sind, ne? Ja. Dachte schon, der hat eine lange Buchse an. Wäre ja auch mal was Cooles. Wie hieß er damals? Gabor Kirali bei Hertha? Der hat doch auch mal. Wow, was für ein Tor. Der hat doch auch mal so eine Schlabberhose angehabt, oder? Ich glaube, das war Gabor Kirali. Das war richtig schön. Da sah der Torwart aber auch wirklich nicht gut aus, ne? Auf jeden Fall wurden die Fernschüsse ordentlich gepatcht. Früher Treffer. Sehr schön. Mena. Ah, schade. Jetzt aufpassen hier. Schön von Paulsen. Oh, schade. Schade, schade. Aber Mena hat da den Ball. Korb. Mena. Oh. Abseits oder nicht? Naja. Ich glaube, der kann so gut einen Torwart umlaufen. Hat er das nicht sogar als Eigenschaft? Prip. Mayner. Oh! Ich dachte, der geht vorbei. Aber schön gemacht. Lind Mayners zweiter Treffer. Richtig gut. Das müssen wir uns nochmal angucken. Ich dachte echt, der geht wieder raus. Super Sache, gönne ich ihm. Oh, was war das denn? So, wir werden jetzt auf jeden Fall geduldiger spielen, nichts erzwingen. So halten wir denn noch den Ball länger in den Reihen? Duxch setzt sich da schön durch. Beide Hand. Oh, Mann. Den hätte er ruhig machen können. Ecke Prip. Haraguchi spielt nochmal nach außen. Genau. Prip. Abseits. Okay. Ja, der hat ja die. Nee. Da nach außen spielen war halt die schlechtere Variante. Bei Dant. Was? Die erste gelbe? Vorsichtig in die Zweikämpfe. Jetzt Heidenheim. Oh, jetzt bringt euch hier nicht noch in Gefahr. Vor allem unnötig. Wir wollten auch ein bisschen vertikaleres Passspiel. Und Spiel schnell fortsetzen, sodass wir eventuelle Konter einleiten können.
setzt sich da schön durch. Meiner. Und? Was war das denn? Wow. Anton. Siebte Gelbe. Vorsichtig in die Zweikämpfe. Oh, Lindenmähner. Zerrung Oberschenkelrückseite. Ja, okay, bis Halbzeit kann er aber noch durchspielen hier. Da ist er, Lindenmähner. Ah. Rip. Aber geklärt. Elis ist da. Oh, lässt er sich da verladen, Poulsen, ey. Schön geblockt. Elis klärt. Korb. Mena. Oh, was für ein Fund. Was für ein Fund. Der war richtig geil, der Treffer. Mena legt schön ab und Boots. 3-0. So, Lindmähner geht jetzt aber trotzdem raus. Kann sein, dass er dann rumnölt, weil ihm sein Hattrick verwehrt wird, aber kein Risiko eingehen und er hatte ja eh nur die Empfehlung für 75 Minuten Spielzeit. So, es ist schon die 50. Spielminute. Wie wär's mal mit, ne? Aguchi. Sehr schön. So. Leidenschaftlich diesmal. Bin sehr zufrieden. So, jetzt müssen wir aber rotieren. Jung rein. Beide hatten ja nur 45 Minuten. Muslia packen wir hier rein. Und der hat ja letztes Mal als Iversa Flügelspieler gut gespielt. Weil dann kann doch spielen. Ja, sonst nix. Gut. Kommt gut durch die zweite Halbzeit, Jungs. Können sie gleich mal loben. Nach so einer Aktion natürlich nicht. Vier Leute schon gelbe Karten. Oh, Awaguchi gelb. Aus Haraguchi. Nö, 80. Das ist gut. Brauchen wir nicht wechseln. Gucken, wen wir noch bringen gleich. Machen wir dann situationsabhängig davon. Wie das noch so läuft. Ich denke mal, knappe 10 Minuten können wir noch spielen. Vielleicht auch sogar noch 15 Minuten. Boah, was war das denn? Hat er den unterlaufen? Kriegen sie ja noch eine Ecke.
auch schön geblockt, aber da vorne seid ihr nicht bereit. Ja, die kommen jetzt doch. Es spielen sich jetzt doch ein paar Chancen. Gefällt mir gar nicht. Jetzt vielleicht. Jung. Boah, Zieler. Zieler mit einer Glanztat. So. Dux spielt eh nicht so schön. Bringen wir Ramkilde als Stoßstürmer. Das geduldig Spielen machen wir wieder raus. Und fertig. Olsen. Roch nach Abseits. Werdet mal ein bisschen kreativer wieder. Vor allem so selbstgefällig. Das gefällt mir gar nicht, da einige. Ah, Gucci verletzt. Und wir können nicht mehr wechseln. Das ist ganz schlecht. So, Prip packen wir dahin. Ramkilde, was kannst du denn noch so spielen? Offensives Mittelfeld, Weidand ist nur Stürmer. Das gefällt mir gar nicht. Letzten 10 Minuten zu 10. Und dann hoffen, dass Haraguchi nichts Ernstes hat. Muslia. Boah, setzt sich das schön durch. Ist auch schnell. Spiel nach innen. Och, Mann. Weidand. Bumm. Auch ein schöner Treffer. Zu 10, das 4-0. So, wir machen aber noch jetzt verzögern wir das Spiel ein bisschen. Jetzt sind ja nur noch zu 10. Was wollte ich denn noch machen? Mal runterfahren mit dem Tempo. Ich wollte noch irgendwas machen. Was ist nicht mehr? Damit sollten wir wohl die letzten 5 Minuten leben können. 4-0 gegen Darmstadt. Das ist schöne Leistung. Weil da ein schlechter Pass. Da läuft keiner mehr mit. Berko. Schön von Jung erobert. So, jetzt. Das dauert zu lange. Oh, findet Poulsen. Oh, Muslia, schade. Hätte ich ihm gegönnt jetzt mal. Aber ein 5-0 wäre schon heftig. Obwohl Darmstadt wirklich schlecht war. Skarke.
Ganz schwach. Slia. Oh. Kontermöglichkeit. Zieler gerade noch dran gewesen, aber war eh abseits. Gott. Verliert den Ball da an Skarke und Ecke nochmal. Wahrscheinlich die letzte Aktion jetzt. Boah. Nochmal richtig gefährlich. An die Latte. Elis klärt. Onsack. Geblockt. Nochmal eine Ecke. Das sind auch nur noch zu 10. Darf man ja auch nicht vergessen, ne? Wieder Elis geklärt. Und das war's. Kampfspiel und ein 4:0-Sieg. Jetzt müssen wir mal gucken. Was Maguchi hat. Zehenbruch. Tja, damit ist die Saison für ihn vorbei. Und Lindenmähner. 3 bis 4 Wochen durch die Zerrung, sagt der Physiotherapeut. Die Frage ist, ob wir ihn jetzt fit spritzen wollen. Dann könnte er ein Spiel mehr machen. Nee. Überlassen wir den Physio. Ja, und dann muss ich mir was überlegen. Jetzt, wo wir die Flügel beide kaputt haben. Wahrscheinlich ziehen wir Prip auf außen, auf den linken Flügel, und rechts muss Muslia spielen. Und dann haben wir ja nichts an Backup mehr, ne? Wird interessant. Ich liebe diese Herausforderung. Moment. Wir können noch gucken, wie der HSV spielt. Der spielt sicherlich morgen, ne? Ja, gegen Dynamo Dresden. Los, Dresden. Zieh sie ab. Zieh sie ab. Das wäre echt suppi. Komm schon. Für Dresden. Wird schon gespielt. Und dann habe ich ja nichts mitbekommen. Nee, haben noch nicht gespielt. Jetzt spielen sie. Unfassbare Übernahmegerüchte. Was ist denn das jetzt? Mögliche Übernahme von Zweitbundesliga-Vereinen. Hannover ist ein großes Gesprächsthema. Aha. Okay. 3 zu 2, ey. Ärgerlich. Okay, Leute, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.